Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Ich erzähle euch eine Geschichte über den Sternenhimmel. Dort oben gibt es ein Königreich und passiert immer wieder was Neues. Ja, ist immer was los. Der König und die Königin genießen ihre Liebe. Ah, das ist eine schöne Liebesenergie. Und das ist auch Harmonie. Nicht nur das, sie verspüren ihre Leidenschaft und sie sind von etwas begeistert. Die Königin geht's auch besser. Ja, sie ist in Heilung und sie verspürt auch ihren Kraft. Und mit diesem Kraft setzt einiges in Bewegung und kann sogar den König auch begeistern. Sie macht auch Sport gerade. Eine gute Nachricht trifft heute ein. Das ist sehr erfreulich. Und viele Menschen im Königreich haben auch Glück, Chancen, Möglichkeiten, etwas verbessern oder verändern. In allen Lebenslagen wirkt das, auch in die liebe Partnerschaft, aber auch beruflich. Was sehr gut ist, dass in einer rechtlichen Lage wird etwas geklärt. Das wird in Ordnung gebracht. Aber die Menschen in diesem Königreich können damit rechnen, dass jemand nähert sich und mischt sich ein in diese Angelegenheiten. Und das sind Ungerechtigkeiten, Lügen und Intrigen. Aber das müssen Sie auch anschauen. Vielleicht ist das wichtig, ist vielleicht sogar eine Lernaufgabe, sowas auch erkennen. Und die Hindernisse aus dem Weg räumen. Der hübsche Prinz kann endlich über seine Gefühle sprechen. Er öffnet sich, das ist sehr erfreulich und die schöne Prinzessin genießt auch diese Liebe. Was die beiden verunsichert, ob das wirklich richtig ist, so offen über Gefühle zu sprechen. Ich würde sagen, ja, es ist gut so. Sie sind trotzdem unsicher. Man kann nichts machen. Diese Geschichte, was ich euch erzählt habe, hat selbstverständlich astrologische Hintergründe nach indischen Berechnung. Sonne und Mond steht in Harmonie. Sonne im Löwe, Mond nach indischen Berechnung im Widder, zwei Feuerelement, steht natürlich in ein Trigon und das ist eine schöne harmonische Verbindung. Und dieses Feuerelement ist spürbar und zeigt Kraft, Mut, Begeisterung. Die Königin geht es besser. Das ist auch Heilung. Mond bewegt sich im Mondhaus Ashwini, was Heilung verspricht. Mond und Mars bilden sich auch ein Trigon und das ist schön und harmonisch. Und das bedeutet, die Königin hat Kraft, setzt etwas in Bewegung oder macht Sport. Bedeutet aber auch, dass der hübsche Prinz über Gefühle spricht. Die Sprache ist auch schön und angenehm. Immerhin steht Merkur in ein Trigon zum Jupiter. Das bringt Glück, Chancen, Möglichkeiten bei Gesprächen, bei Terminen, bei Verträgen. Aber trotzdem verspürt man eine gewisse innere Unsicherheit und das löst aus ein Merkur-Saturn-Quinkungsaspekt. Saturn unterstützt die Jupiter-Bewegung und das heißt, eine rechtliche Lage wird geklärt und wird in Ordnung gebracht. Aber nähert sich ein Neptun-Quadrat, das wird Einflüsse sein von außen, stört diese Ordnung. Mit Lügen, Intrigen können wir noch
rechnen und wir sollen diese Hindernisse aus dem Weg räumen. Vielleicht haben wir hier eine Lernaufgabe. Heute bildet sich Mond eine Konjunktion zum Uranus in Tierkreiszeichen wieder. Und das bedeutet eine Überraschung, Umbrüche, Veränderungen. Aber wir sollen auch unserem Gesundheit achten, unserem Nervensystem. Immerhin hat Mond einen Einfluss auf unsere Gefühle und Saturn steht astromedizinisch in Verbindung zu unserem Nervensystem und wir brauchen heute die Ruhe. Und das war die Quelle zu meiner Geschichte. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.